Bauer Willi Krämer Schillings ist frustriert. Die Aktivisten von Ende Gelände sind über seine Felder getrampelt, als sie in Garzweiler gegen Kohleabbau demonstrierten und mit der Polizei Katz und Maus spielten. Nachdem sie also dann schräg rübergelaufen sind, sind sie dann hier in das Gerstenfeld rein und haben dann hier auf einer Breite von vielleicht 4 oder 5 Meter das Gerstenfeld bis oben runtergetrampelt. Die Luftaufnahme zeigt, auch die Staatsmacht galoppierte über Willis Felder. Gersten, Möhren, an vielen Ecken platt getrampelt. Gott sei Dank, der Schaden ist nicht existenzgefährdend und soll entschädigt werden. Bauer Willi hatte vorher bei Twitter seinen Frust den Lauf gelassen. Ob du als Bauer nichts mehr wert bist, fragte Willi. Viel Zuspruch kam und eine, naja, pampige Antwort des grünen Berliner Lokalpolitikers Kössler. Deine Möhren sind nicht wichtiger als unser Klima. Sorry. Wir treffen den Politiker in Berlin. Er bemüht sich, seinen Tweet zu relativieren. Mein Tweet war sicher überspitzt formuliert, so wie Twitter manchmal funktioniert. Ich glaube aber wirklich, dass wir mit den Landwirten auf einer Seite stehen. Erst denken, dann twittern, mag man da empfehlen. Dann rief sogar der grüne Bundesvorsitzende Robert Habeck bei Bauer Willi an. Bisher hat mich Robert Habeck noch nie angerufen. Und jetzt hat er's. Jetzt warte ich eigentlich nur noch auf einen Anruf von der Kanzlerin und dann ist der Tag perfekt. Bauer Willi geht es einzig und allein um den Respekt vor seiner Arbeit. Und den haben die Aktivisten hier im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten. Vergaloppiert nennt man das dann wohl.